Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar. Sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das. Ich bin kein Kind. River! Worauf Ey, warte auf mich! Frage mich, ob Mir schon von dem Pferd heruntergekommen ist. Das beantwortet deine Frage. Hier liegt 20% über meiner Belastung, Volltrottel! Ach, zum Maiskolben damit! Ja, genau. Einfach auf und davon. Juhu! Ja, erfolgreich runtergeschmissen. Autsch! Habt ihr auch noch irgendwelche Memento-Links? Ja, der Pferdereitsimulator. So, als wenn man an Blumen feststeckt. Jetzt Revanche. Vorne. Ist. Kann ich absteigen? Da habe ich schon mal Memento. Aber der letzte Link? Das ist eine Frage. Was so? Mit Tässchen. Ja, da ist er. Muss durch die River durchreiten. Was ist das? Power, zerstampf es! Ach, herrje, bitte! Ups, das war das Falsche. War zu schnell ist. Eine Arztpraxis? Die Diagnose steht fest. Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider, und dieses Schicksal teilen Sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten Sie davon schon gewusst, als Sie noch klein waren, hätte es Ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber?
Dieses hier ist von Tony Edward. Er ist eine Choreografie auf diesem Gebiet. Sie können es erst mal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie. Sie können ihr helfen. Sie könnte ihr helfen. Also deswegen der Besuch auf dem Bauernhof. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte das in die Wege leiten. Gibt's auch eine Delfintherapie? Delfine! Machen immer diese lustigen Geräusche, die man irgendwie nicht nachmachen kann. Ich hab's dir doch gesagt. Oh Gott. Tick, tack. Tick, tack. Entschuldigen Sie, können Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Mir geht das auch total auf die Nerven, so ein Uhrticken. Ist nicht so schlimm, ich halte es schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Das springt auf den Tisch. Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhren im Haus. Ja, die haben ja alle nicht tick-tack-tick-tack gemacht. Was das River nicht leiden kann. Ah, da haben wir schon den Link. Und... Ah, ich wollte schon sagen, ich komme hier nicht mehr runter. Komm überall runter. Überall! Nicht mehr lange. Sie werden dich gleich aufrufen. Und sie meinen, wer auch hier ist. Das Schnabeltier. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in der Erinnerung auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Bist du nur eifersüchtig, weil dein Stofftier kaputt gegangen ist? Der Rucksack? Eine einfache gelbbraune Handtasche. Hat eben kein Rucksack, sondern Handtäschchen. Handtäschchen? Ich kann nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit... Ja. So dachte ich jetzt, das Schnabeltier wäre... Ja, reg dich noch über das Schnabeltier auf. Ah. Da oben ist der Link. Mento. Das haben wir schon. Ah, Complication gleich true. Komm reiten. Das Böse. Böse. Das Böse. Aktivieren. Ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sieht mir nach einem Kino aus.
und so viele schwarze Umrandungen. Da scheinen sich ja nicht besonders gut daran zu erinnern. Psst, schau! Ich weiß, ich kann auch nicht glauben, dass er für diesen Film bezahlt hat. Nein, du Idiot! Schau, wir sind gesprungen. Ja, wir sind jetzt in seiner Kindheit. Heilige, weich gekochte Makaroni, der Bengel ist allein im Kino? Was für ein Verstärker! Du gehst ständig allein ins Kino. Das ist etwas anderes. Niemand ist kompetent genug, meinen Geschmack zu verstehen. Angeber. Aber das mal außen vor. Wie kann sich jemand diesen Müll hier antun? Und da verlässt er den Kinosaal. Und daraus folgt, dass der Film auf einer Handlungsebene wie auch der Metaebene ein völliger Reinfall ist. QED. Was auch immer QED heißt. Komm schon, gehen wir. Was? Ach ja, richtig. Wir haben ja hier noch einen Patienten, ne? Den wir stalken müssen. Wow, warte. Ich rede nur mit einem Emo-Teenager. Grammatik, mein lieber Watson. Sei du bloß ruhig. Grammatik ist ja nicht mal ein ganzer Satz. Lass uns einfach nach Mementos schauen gehen. Auf der Toilette. Ja, wo gibt es ein besserer Ort, um Memento-Links zu verstecken als Toilette? Suddenly. Opa! Was tust du? Das ist jetzt die dritte Person, die du entfernt hast. Ist doch nichts Endgültiges. Ja, genau. Einfach mal löschen. Zack, ihr existiert eh nicht. Verschwindet einfach. Verpisst euch. Du weißt, dass es nichts bringt, sie so zu beseitigen, richtig? Wo ist dann das Problem? Ja. Auch noch ausradieren? Versetzt worden? Das ist der Moment für ein Polaroid. Du kannst dich gut in deinesgleichen einfühlen, wie ich sehe. Ja. Diesel und John haben eine Menge gemeinsam. Wie es mir scheint. Guck, jetzt ist der Ort vollkommen leer und gespensterisch. Ich hoffe, du bist nun glücklich. Nein, noch lange nicht. Hier sind doch noch ein paar Leute. Müssen alle weg. Upsi, was war das? Kann ich eigentlich rausgehen? Auf jeden Fall flackern jetzt die Lichter. Hey, ich will ihm eine Freundin basteln. Können wir ihm nicht eine Freundin basteln, Eva? Nein? Oh! Ja, nie darf Kiesel seinen Spaß haben. Sagst du noch was? Hey, John! Erspar uns das und lass ihn in Ruhe! Interessant. Dass die noch mehr zu ihm zu sagen haben. Hier ist nichts. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, wir müssen ihn nochmal ausquetschen. Viel Erfolg! Wenigstens sind hier diesmal keine Oliven. Bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher, dass hier keine Oliven sind? Ah.
Ach, sieh mal an. River, warst du also die ganze Zeit im Kino?